Guten Morgen, Tag 18. Heute werde ich ein bisschen von dem Kanto Curl Activator ins Haar machen. Ohne Wasser wieder, damit das schneller trocknet. 3 Pumpsprüße habe ich genommen. Heute sind sie auch nicht ganz so durcheinander. Da brauche ich gar nicht viel machen. Aber ich mache trotzdem ein Video, damit ich für mich selbst auch weiß, welche Produkte ich kombiniert habe und was gut funktioniert hat. So, das war das. Und einmal wieder das Gel, was ich gestern das erste Mal benutzt habe. Ordentliche Ladung. Und dann gucken wir mal, ob das Gel sich mit dem Kanto Curl Activator gut verträgt. Und so langsam legt sich das hier auch alles. Es steht nicht mehr ganz so krass ab. Damit bin ich zufrieden. Ich mache 3 Kreuze, wenn sie länger geworden sind. Aber ich bin ja jetzt nun erst an Tag 18. Das wird noch ein bisschen dauern. So. Ich werde das auch gar nicht ausstreichen. Ich lasse das heute einfach mal so. Und ratzifatzi war es das auch schon. Dann würde ich mal sagen, klickt auf Abonnieren oder guckt euch ein anderes Video an und wir sehen uns morgen.